Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Pacific Drive. Ja, wir haben in der letzten Folge das Auto so ein bisschen repariert und ich habe ein bisschen gebastelt. Wir hatten ja dieses Stahlblech hergestellt und da habe ich gesehen, dass wir aus dem Stahlblech dann eine Stahlplatte machen können. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Muss der Rob halt auch mal schauen, was er da eigentlich so fabriziert. Und das habe ich jetzt gemacht und jetzt werden wir unser Auto hier mal ein bisschen stabilinskier machen, ne? So, ich habe zwei hergestellt. Die primitiven Platten, die können wir erstmal hier einlagern. Wir haben noch genug Platz im Spind. Die braucht man ja dann später auch nicht mehr. Inventar voll. Wir kriegen das tatsächlich nicht mehr rein. So, Moment. Das nehmen wir mal mit. Und dann können wir die Platte da rein tun. Und dann können wir nämlich das alles wieder da reinsemmeln hier. Die Konserve, die ich vielleicht sogar mal mitnehmen. Gut, haben wir nämlich jetzt mal zwei Stahlplatten hergestellt. Die zweite liegt noch hier. Ihr seht schon. Zack. Und da basteln wir uns die hier drüben ran. So, Platte vorne links. Bam. So, hier haben wir Ersatzreifen. Da habe ich auch gelernt, man sollte dann doch lieber auf Sommerreifen umsteigen. Beziehungsweise auf Offroadreifen. Dafür müssen wir aber jetzt wieder Material sammeln gehen. Und da gehen wir mal in unseren geilen Routenplaner hier. Ah ne, ist Fahrzeugzustandsüberwachungsgerät. So, Routenplaner. Okay. Wir müssten eventuell, also hier hinten ist Hauptmission, ne? Da ist Hauptmission. Aber, oh Gott, ich sehe gerade E7, mega Sturm. Hier ist kein Sturm. Hier könnten wir vielleicht mal hin. Auf die 1. So, da gehen wir jetzt, oh, ich gehe immer in die Hocke. Da gehen wir jetzt mal hin, oder fahren wir jetzt mal hin. Wir fahren jetzt mal zur 1. Ne, warte mal. Wir haben ja schon eine Stahltür. So, na dann, zeig mal her hier. Also, da müssen wir erstmal nach links. Ne? Gut. Motor an. Gang rein. Feuer frei. Scheinwerfer an. Und wir haben Stahlplatten und es ist alles repariert am Auto. Ich glaube, wir können hier oben diese Quest mit der Verschönerungsmaschine können wir erstmal einklappen. Ne? Wir machen jetzt erstmal eine Loot-Tour. Eine kleine spritzige Loot-Tour wieder ins Outer Rim. Und ab geht's. Feuer frei hier. So, wir wollen hier zur 1. Würde ich gerne noch mal ein bisschen looten. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt in den Sturm fahren, ne? Wäre ein bisschen blöde. Also, meines Erachtens nach wäre das beim Zustand unseres Fahrzeugs blöde. Wir brauchen Materialien. So, Fahrzeugzustand kritisch, sehe ich nicht so. Na? Und jetzt werden wir alles looten, was es hier so gibt, ne? So, da haben wir doch schon mal was hier. Hier ist doch was. Hier ist doch was. So, da fahren wir mal ran. So. Einmal auf Parken. Und ab dafür. Okay, eine Kommode. Ja, alles Klamotten drin. Nehmen wir trotzdem mit. Den Mülleimer werden wir hier noch looten. So. Die Schubkarre würde ich gerne mitnehmen für meinen Garten. Eine Kühlbox. Eine Überlebensration hier gefunden. Haben wir irgendwelche Gegner oder sowas? Irgendwelche Entführer? Im Haus selber sieht nicht so aus, als ob da was drin ist. Ne? Hier ist trotzdem eine Tür. Ich höre nicht auf, ne? Kein Scan-Ziel. Okay. Da hinten. Da hinten unten ist was Rotes. Ich will kurz schauen. Es ist arschdunkel mal wieder. Ihr kennt es ja. Pacific Drive. Okay, warum ist das so rot? Sind das Suchscheinwerfer? Das sind Suchscheinwerfer, oder? Ich glaube, hier kommen wir trotzdem irgendwo hin. Ich werde mal versuchen, näher ranzugehen. Ja. Kontrollposten. Zugangskontrollposten. Okay, dahinter ist scheinbar was. Wir machen mal zu unserem Auto. Hier steht erstmal nichts mehr rum.
Wir gucken mal auf unser Radar. Ne? Dann fahren wir erstmal die Street weiter. Und den Rollposten will ich jetzt nicht unbedingt aufmachen. Da hinten hast du Anomalien im Wald. Können wir das scannen? Gibt es da was? Nein. Gut. Motor läuft ja noch. So. Du musst aufpassen, hinten habe ich keine Stahlplatte. Okay, dann gucken wir jetzt mal ganz kurz hier drauf. Wir müssen die Straße weiter und dann haben wir hier unsere Knotenpunkte, ne? Okay, einfach der Straße folgen. Ja, ist so einfacher gesagt als getan, ne? Weiß auch nicht, warum der Sturm uns eingeholt hat jetzt hier. Das hier können wir nichts looten. Ah, und ich merke gerade, ich habe vergessen, meinen Reservetank aufzufüllen. Ah, shit. Den haben wir, glaube ich, in der letzten Folge einfach nur in den Kofferraum gepackt. Und das war's dann gewesen. So ein paar Gebäude haben wir hier noch, habe ich gesehen. Hier das Auto, das könnten wir doch, oder? Sieht gut aus auf jeden Fall an der Tankklappe. Da können wir auch gleich hier stehen bleiben. Mal Batterie sparen. So, wie sieht's denn hier aus? Ah, der Tank ist aber leer. Okay, schade. So. Alles einsacken. Und dann gehen wir mal hier rüber. Das sind wieder solche Rohre hier, ne? So, unser Fahrzeug. Oh, da hast du wieder so einen Zwirbelsturm. Na? Alles eingesammelt. Hier kommen wir nicht rein. Ist hier noch irgendwas Gelbes? Hier. Meine Kühlbox. Scheint es dann hier gewesen zu sein bei diesem Häuschen. Innen drinne sehe ich nichts. Rucksack haben wir geplündert. Mehr sehe ich jetzt nicht. Wir könnten jetzt hier über die Wiese abkürzen. Das sieht eigentlich relativ gut aus. Aber da hinten ist ein Entführer. Da hinten ist ein Entführer. Wir gucken mal auf unsere Street Map. Wo wir jetzt hin müssen hier. Ja, wir müssen da tatsächlich, ne? Wir müssen die Kurve rum durch diesen Zwirbelsturm. Und geradeaus durch den Tunnel. Aber vor dem Tunnel können wir links oder rechts weg. Ich würde rechts wegfahren vor dem Tunnel. So. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal einen anderen Motor. So, wo ist denn der Zwirbelsturm hin? Da ist er. So, den würde ich jetzt gerne umfahren. Schauen, ob das geht. Dann guck mal kurz hier. Wir müssen nach rechts. Also wir müssten theoretisch nach rechts vor dem Tunnel. Da ist doch was. So, einen Zwirbelsturm haben wir umfahren. Ja, da ist auch noch ein bisschen gezwirbelt vor dem Häuschen. Der Entführer fliegt dort im Wald rum, ne? Kann das sein? Ja, da hinten fliegt er rum, gut. So, jetzt wird der Rob wieder ein bisschen ruhiger, ein bisschen konzentrierter. Okay, ich will trotzdem in die Hütte. Kann ich das looten hier? Ganz schnell, ganz schnell. Konnte ich tun. Konnte ich tun. Setz mich hier kurz rein. Es ist arschdunkel wieder. Man könnte ja, lieber Thompson, ganz liebe Grüße an dich. Aber ich würde jetzt gerne ausrüsten. Aber geht nicht. Ich kann nicht ausrüsten. So. Vielleicht geht's hier jetzt. Ja. Okay. So. Jetzt sehen wir wenigstens ein bisschen was wir hier looten. So. Nehmen wir mit. Mülleimer natürlich nicht vergessen. Kann Peter Stuff drin liegen hier. Gute alte Müllstuff. Und Chemie natürlich für unsere Reparaturkit, ne?
Das A und O mittlerweile hier. Reparaturkit. Oh, warte mal. Wo ist denn der? Da ist er. Okay, weg. Weg, 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 weg. Was steht denn dort für ein Auto? Moment. Liegt der dort jetzt hin? Ich hoffe nicht. Da müssen wir auch noch hin. Komm, ich will ganz schnell das Auto clearen hier. Jeder müsste ein Führer kommt. Na, der kommt doch schon, oder? Was ist das für eine Tür hier eigentlich? Stahltür. Geil. Würde ich gerne mitnehmen. Ah, aber da kommt einer. Da kommt was geflogen. Ich würde mir trotzdem gerne die Stahltür holen, Freunde. Wir haben keinen Platz im Kofferraum dafür. Okay. Impulshammer. Haben wir den mit? Haben wir den mit? Haben wir den im Inventar? Da ist er. Da ist er. So. Na dann. Bäm, auf die Bude. Okay. So. Ich glaube, Stoffteile haben wir genug, ne? Oh. Oh shit. Ein Schweißbrenner. Den will ich mitnehmen. Den lassen wir gleich in der Hand. Was wir damit Geiles bauen können, ich weiß es noch nicht. Aber wir werden es auf jeden Fall erfahren. So, Chemie brauchen wir. Warte, ich heb den gleich wieder auf. Nehmen wir in der Hand. So. Wo ist er? Da ist er. Okay, den müssen wir definitiv im Kofferraum bunkern, den Schweißbrenner. Ich muss damit was reparieren kann. So. Da rein. Rein, 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 rein. Rein. Rein, 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 rein. Wir haben noch eine Farbe gefunden hier, sehe ich. Ein Abbeizmittel. Ja, das tun wir auch gleich mal da rein. Okay. So, wenn der jetzt darüber fliegt, würde ich mir gerne die Stahltür holen. Die kriegt man halt nicht mehr rein, ne? Die müssten wir direkt ranbauen. Was habe ich denn mit hier? Mechaniker-Kit habe ich mit. Kein Reparatur-Kit. Ja, der fliegt jetzt dort so seine Kreise. Das ist scheiße. Was war denn da hinten? Guck mal, den LKW hier hinten. Den können wir doch bestimmt auch looten. Derzeit. Ich meine, Auto steht ja safe. Da können wir doch mal hin hier. Es ist arschdunkel, ich weiß. Da ist so ein Nebel. Ah, den LKW würde ich gerne looten hier. Ah. So ein Verschrotter haben wir ja mit. Ist das ein Truck? Ein Tanklaster? Ein ADA Investigator. Okay. Stahltür. Was haben wir hier? Wow. Eine Stahlplatte. Geil. Nehmen wir mit. Nehmen alles mit, ne? Aber erstmal will ich hier mein... Wo ist er denn hingefallen? Mein Impulshammer. Hä, irgendwo ist doch hier... Ist mein Impulshammer? Ah ne, der ist wieder im Inventar. Okay, gut. So, dann können wir den Rest alles einsammeln hier. Liegt ja auch nichts Gelbes auf dem Boden, ne? Sehr, sehr schön. Die Stahlplatte nehmen wir mit. Das Auto müssen wir ja auch noch looten. Eine Fackel nur drin, okay. So, da habe ich nämlich eine Idee. Weil die Stahlplatte ist richtig gut hier. Das bauen wir unterwegs. Also hoffe ich. Ich hoffe es. So, mal gucken, ob wir den Kofferraum reinkriegen noch.
Natürlich nicht. Ich würde gern die Stahlplatte. Hier haben wir jetzt eine primitive Platte. Die ist halt richtig ganz noch, ne? Wir haben auch eine Stahlplatte dran. Primitive Tür, primitive Tür, primitive Platte. So, Moment. Wenn ich jetzt meine Stahlplatte hier hinlege, die primitive Platte da hinlege, die Stahlplatte aufhebe, zack. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, dann können wir die Platte hier liegen lassen eigentlich. Und dann müssen wir gucken, dass wir nach rechts kommen. Ne? Solange der Entführer hier... Oh. Ja, wir müssen nach rechts. Wo fliegt er lang? Fliegt zurück, okay. Und schau mit vor, mein kleiner Freund. Okay, wir haben die geile Stahlplatte. Wir haben eine Stahlplatte gefunden und direkt angebaut. Das ist natürlich super nice. Hier müssen wir aufpassen mit den ganzen Menschen hier, ne? Die haben Bomben. Die dürfen wir nicht ranfahren. So, an den Wind will ich auch nicht ranfahren. Ja, da zieht mich nämlich schon ein bisschen darüber. So, uno momento, por favore. Okay. Machen wir die Tür hier schon mal auf. Holen wir uns mal den kleinen Ankerpunkt hier. So. Und einmal rein damit. So. So, wir gucken mal. Wir müssen zurück. Einmal wenden, bitte. Oh. Oh, oh, oh. Moment. Bitte ohne, dass das Auto kaputt geht hier, ey. Nein. Ich komme nicht vorwärts. Ich komme nicht vorwärts. Was ist hier los? Ich hoppe hier so rum. Okay, jetzt haben wir uns da ein bisschen raus befreit hier. Wir standen genau auf so einem Teil hier. Ist ja richtig bescheiden. So. Ab geht er. Bei den Menschen aufpassen hier. Oh. Nein, 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 nein. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Na gut, dass wir Stahlplatten haben, ey. Hier ist der Herr Entführer. Wir müssen jetzt hier in den Tunnel rein hier. So, einmal hier straight rein. Feuer frei. Am besten hier vorbei, schön vorsichtig, ne? So. Hier auch. Zeit, dass wir uns mal einen neuen Motor bauen hier, dass wir Vollgas geben können. Oh, wäre dann vielleicht gar nicht so gut, wenn wir mit Vollgas reinfahren. So, und hier dahinter müsste dann das Portal auftauchen, eigentlich. Den Anker haben wir ja. Kurz mal gucken. Moment. Nee. Fuck. Wir müssen wenden. Wir müssen wenden. Wir sind irgendwo falsch gefahren. Shit. Shit, wir müssen wenden. Wir müssen im Tunnel wenden. Oh, fuck. Und das alles Zeit, ne? Die Gegend, die ist jetzt instabil ohne Ende. Dadurch, dass ich hinten keine Stahlplatte habe, will ich natürlich vermeiden, irgendwo ranzuschrammen. So. Okay, wir fahren jetzt wieder zurück. Ich weiß gar nicht, warum ich in den Tunnel reingefahren bin hier. Muss mal auf den Entführer aufpassen, der vor dem Tunnel lauert hier. So, kurz die Map im Blick behalten, ja. Jetzt müssen wir hier die Kurve rum. Da müsste hier ein Portal eigentlich sein. Hier genau über uns.
sehe den Entführer nicht. Da ist er genau. Da ist er genau. Ja. Da wollte er uns cashen hier. Okay, wir müssen da hoch. Wir müssen... Wo ist denn das Portal? Ich sehe es nicht. Das ist ja hier über uns. Hier über uns ist das. Wir müssen ja den Berg irgendwie hoch. Okay, probieren wir es einfach mal. So, komm, Feuer frei. Wir haben ADA-Truck vorbei. Ja, wir fahren trotzdem auf dem Weg zu... Wir sind trotzdem auf dem Weg zu einem Portal. Ich sehe schon.